So, schönen guten Tag. Nun zur letzten und siebten Vorlesung. Passt jetzt wieder YouTube und unser Zyklus. Wir sind in der Vorlesung 7 und auch im letzten Kapitel 9 angekommen, den Methoden der indirekten Bestimmung von kleinsten atomaren Abständen und größten intergalaktischen Entfernungen. Ich habe das Kapitel auch mal Grenzen der Messtechnik genannt, weil wir hier über Weltrekorde reden wollen, zum Beispiel einen Weltrekord in der Zeitmessung. Das hatte ich im ersten Kapitel schon mal kurz präsentiert. Da geht es um die Lichtlaufstrecke von 0,74 Angströmen, also 7,4 mal 10 hoch minus 11 Meter. Dafür braucht das Licht 247 Zeptosekunden. Das sind 247 mal 10 hoch minus 21 Sekunden. Die Zeptosekunde ist also da noch unter der Attosekunde. Viele haben vielleicht die Attosekundenpulse im Kopf, die mit Lasern bereits erzeugt wurden. Und mit Hilfe der Elektroneninterferenz konnte hier aus dem Interferenzbild quasi die Zeit bestimmt werden, in der ein Lichtstrahl über ein Wasserstoffmolekül hinweggeht. Das heißt, die Zeitdifferenz zwischen der Anregung des ersten und dann des zweiten Atoms in diesem Wasserstoffmolekül. Das ist eine Publikation, gerade rausgekommen in Science und ist jetzt eben auch bekannt als der kürzeste Zeitabschnitt, der hier gemessen wurde. Wie Sie hier sehen können, ist hier keine Uhr im Werk. Es ist also nicht etwa direkt, sei es über einen Tag oder auch über ein elektrisches Signal, die Zeit gemessen werden, sondern das Interferenzsignal der Elektronenpolarisation in diesen beiden Atomen, lokalisiert an diesen Atomen im Molekül, bestimmte sich aus der Phasenverschiebung der Anregung und ermöglicht dann auf die Zeit, die hier vergangen ist, zwischen diesen Anregungen zurückzurechnen. Was die Ortsauflösung angeht, ist es eben inzwischen auch so weit, dass man einzelne Moleküle, einzelne Bindungen, wie hier zwischen Kohlenstoff und Kohlenstoff oder auch ansatzweise zum Wasserstoff im PentaZen messen kann, mithilfe des Rasterkraftmikroskops, an dessen Tipp, also der Spitze des Cantilever, ein Kohlenmonoxidmolekül hängt, das Ganze bei 5 Kelvin im Ultrahochvakuum tiefgekühlt, erlaubt die Abbildung dieser etwa 2 Nanometer langen und entsprechend weit deutlich unter 1 Nanometer breiten Molekülstrukturen, wobei dann eben auch der Grundzustand anders als der Anregungszustand, der hier eine deutlich stärker delokalisierte Elektronenwolke offenbart, unterschiedlich abgebildet werden kann. Das ist eine Publikation, die ist schon 10 Jahre alt. Da gibt es sicherlich inzwischen auch schöne neue Arbeiten. Ganz neu zum Beispiel hier die Elektronendichteverteilung an Proteinen, die dann solche fantastischen Strukturmodelle erlauben, hier mithilfe der Kryoelektronenmikroskopie an biologischen Proben, mit denen jetzt subatomare Auflösung auch erreicht wurde, 2020 in Nature publiziert, die Einzelteilchen-Kryoelektronenmikroskopie mit atomarer Auflösung und dann eben auch erkennbar die Elektronendichteverteilung entlang der einzelnen Aminosäureresiduen, wie hier zum Beispiel das Tryptophan an Position 93 in diesem Protein. Wir haben im Praktikum den Versuch M16. Da betreiben wir eine indirekte Abstandsbestimmung auf der Angström-Skala mithilfe der zeitaufgelösten Fluoreszenzspektroskopie. Dabei verwenden wir allerdings sichtbares Licht. Und ich will Sie hier mal ein bisschen in diese Denke eines indirekten Verfahrens einweihen, an dem sich dann winzigste Abstände unter 1 Nanometer bestimmen lassen, obwohl wir ja sichtbares Licht verwenden, dessen Wellenlänge im Bereich hier, im Bereich der Fluoreszenz zwischen 650 und 750 Nanometer liegt. Das zeitliche Abklingverhalten kann aber mithilfe der zeitaufgelösten Fluoreszenzmikroskopie oder Spektroskopie, wir brauchen hier nicht mal ein Mikroskop, das System habe ich erläutert, derart bestimmt werden, dass wir die Kinetik in verschiedenen Wellenlängen Segmenten unterscheiden können, die wir auch verschiedenen Pigmenten zuordnen können. Zum Beispiel bei 660 Nanometer fluoreszieren die Phycobiliproteine und deren Fluoreszenz klingt hier sehr schnell ab, während das Chlorophyll
bei 725 Nanometer fluoresziert und dessen Fluoreszenz klingt hier in der Zeit sogar schnell an, auch wenn es durch die IRF kaum sichtbar ist, also durch die Instrumentenantwortfunktion der Apparatur, können Sie dann diese Anstiegskinetik mit einer auf dem Kopf stehenden E-Funktion anfitten. Wenn Sie also diese gesamten Kurven mit einem Modell von E-Funktionen, einer Summe aus E-Funktionen anfitten, mit Amplitudenwerten AJ und Zeitkonstanten TauJ und dann für jeden Fluoreszenz-Wellenlängenkanal wellenlängenabhängig diese Amplitudenverteilung für die verschiedenen Zeiten 1 bis n, im einfachsten Fall vielleicht 4, bestimmen, dann können Sie sogenannte Decay-Associated Spektra aufnehmen, die beschreiben, wie sich diese verschiedenen Amplituden über dem Spektrum für die verschiedenen Zeitkonstanten verhalten. Also zum Beispiel für eine 70-Pikosekunden-Komponente, die hier als hauptdominierende Abklingkinetik bestimmt wurde, dominiert die Amplitude im Bereich zwischen 640 und 700 Nanometer das Spektrum, was aber nicht mehr im Chlorophyllbereich der Fall ist, wo eben 630 Pikosekunden und 130 Pikosekunden in so einer Zweiphasigen und auch mit einer langsamen Komponente hier noch von 1,2 Nanosekunden die Dynamik bestimmen. Aber wir sehen, dass hier eben diese 70 Pikosekunden als Anstiegskinetik drinstecken. Und das ergibt sich gerade derart, dass dieses Modell eben nach Faltung mit der sogenannten Instrumentenantwortfunktion an diese Messdaten angefittet wird und dann eine sehr genaue Bestimmung dieser verschiedenen Zeitkonstanten erlaubt. Wenn man nun diese Zeitkonstanten hat, dann kann man ein Modell machen für die Kopplung zwischen diesen Pigmenten, aus dem sich die beobachteten Zeitkonstanten als Eigenwerte einer sogenannten Transfermatrix ergeben. Das heißt, Sie lösen ein lineares Differentialgleichungssystem erster Ordnung für dieses gekoppelte Ensemble. Das sind im Prinzip die optischen Bloch-Gleichungen unter Vernachlässigung der Kohärenzen. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir eben keine Phasenbeziehungen haben zwischen diesen Zuständen, dann können wir klassisch rechnen. Wir sind also sozusagen außerhalb der Phasenbeziehungen. Wir brauchen nicht quantenmechanisch rechnen. Und dann erhalten wir dieses lineare Differentialgleichungssystem direkt für die Besetzungszahlen auf den verschiedenen Zuständen. Wenn Sie das lösen, dann bekommen Sie ein multiexponentielles Populationsmodell für jeden dieser einzelnen Zustände. Und diese Population ist natürlich direkt proportional zur beobachteten Fluoreszenz. Ja, Sie können das Ganze noch vereinfachen, indem Sie annehmen, dass Vorwärts- und Rückwärtstransferraten im thermischen Gleichgewicht liegen und durch diesen Boltzmann-Faktor beschrieben werden. Und Sie können auch insbesondere versuchen, eine Eigenwert- und Eigenvektormatrix aus den beobachteten Fluoreszenzkomponenten zu bauen. Denn die Amplituden, die hier drin stecken, das sind gerade diese UIJ, sind die Einträge der Eigenvektoren. Und dann könnten Sie sogar umgekehrt diese Transfermatrix berechnen. Meistens ist die Abbildung nicht eindeutig, deswegen fittet man hier auch zyklisch. Das heißt, man schlägt ein Modell vor, guckt, ob das zu der Beobachtung passt und wenn nicht, variiert man dann diese Raten, bis die Beobachtung ideal beschrieben wird. Hier sehen wir so ein Vorgehen in einer Blaualge von mir durchgeführt, in der ein gemessenes Decay-Associated Spectra hier, diese gemessenen Decay-Associated Spectra eben durch eine bestimmte Kombination an Transferraten simuliert werden konnte. Und wenn man dann diese Transferraten, die den Übergang der Energie, zum Beispiel von den Pigmenten, die dort zu finden sind, Phycocyanin zu Allophycocyanin zu Chlorophyll D beschreibt, dann kann man aus diesem Wissen den Abstand zwischen den beteiligten Pigmenten berechnen. Denn diese Rate, die dann diesen Transfer hier beschreiben würde, vom PC zum APC zum Beispiel, oder nehmen wir mal die längere, die ist einfacher. Vom APC zum Chlorophyll D. Das ist die sogenannte Försterrate. Diese Rate ist die Energietransferrate vom Donor. Das ist hier dann der Fuß der Antenne, wo die Energie hinläuft, zum Akzeptor. Das ist dann das Chlorophyll hier im Reaktionszentrum. Diese Rate ist dann diese 40 Pikosekunden, also 25 pro Nanosekunde. Und diese Rate bestimmt sich direkt aus dem Überlappintegral zwischen der Fluoreszenzemission dieses Antennenkomplexes und der Absorption des Chlorophylls. Die können wir beide messen. Wir können diese isolierten Antennen sammeln und vermessen und auch die Absorption von Chlorophyll messen. Dieses Überlappintegral hier auf der rechten Seite kann dementsprechend berechnet werden, am besten numerisch, können Sie einfach in Origin durchführen. Was Sie dann noch brauchen, sind Strukturfaktoren, im Idealfall die Orientierung
der Übergangs-Dipol-Momente des letzten Donors, also des Donors, in dem Fall des APC am Fuß der Antenne und des Chlorophylls. Ja, wenn die irgendwie komplett senkrecht stehen zu ihrer Verbindungsachse und gegeneinander, wäre die Transfereffizienz null. Aus der Struktur dieser Systeme kann man aber in Datenbanken nachgucken, wie die orientiert sind, die Pigmente. Und was dann nicht bekannt ist, weil sie bei der Kristallisation eben hier nicht die gesamten Antennenkomplexe kristallisieren können, sondern nur diese Stäbchenantennen oder nur die Chorkomplexe, ist der Abstand zwischen dem APC und dem Chlorophyll. Das ist dieser Faktor R12 hoch 6. Und der geht schönerweise in sechster Potenz in diese Übergangsrate ein. Das heißt, Sie können dann die Wahrscheinlichkeit für einen Energietransfer sehr sensitiv mit dem Abstand einstellen. Wenn Sie den Abstand hier verdoppeln, dann würde 2, 4, 8, 16, 32, 64 mal weniger Energie übertragen werden. Also nur noch 1,5% der Energie beim halben Abstand. Und dementsprechend ja, haben Sie da eine stärkere Abhängigkeit als von allen anderen Größen, wie zum Beispiel der Quanteneffizienz des Donors oder der Lebensdauer des Donors oder auch dem Brechungsindex der umgebenden Materie, zumal das alles klar ist. Ja, wenn das in Flüssigkeit oder in Proteinmatrix stattfindet, dann ist N ungefähr 1,5. Die Lebensdauer können Sie messen, die liegt hier bei 2 Nanosekunden, die Quanteneffizienz bei 16%. Das sind alles bekannte Werte. Und so bestimmt sich dann ein Abstand aus Formeln, der auch mit der Effizienz des Energietransfers korreliert. Zum Beispiel kann man den Förster-Radius berechnen. Der Förster-Radius ist sowas wie der Abstand, bei dem genau 50% der Energie übertragen werden würden. Das ist natürlich viel zu wenig für Photosynthese, für effiziente Photosynthese. Der ist auch viel größer, dieser Förster-Radius, als der berechnete Wert hier von 2,7 Nanometer, der bei uns dann herauskam in der Auswertung der zeitaufgelösten Spektren. Die Effizienz liegt mitnichten bei 50%, sondern für den 2,7 Nanometer Abstand erhalten wir eine Effizienz von 97% Energieübertrag. Na, Sie sehen, wenn hier R12 gleich R0 ist, dann ist die Effizienz 50%. So definiert sich der Förster-Radius. Den zeige ich jetzt hier nicht. Aber in dem Förster-Radius gehen dann die bekannten Größen wie das Überlappintegral, die Orientierung und die Quanteneffizienzen und optischen Eigenschaften der Donatoren hier unter. Und ja, umgekehrt kommt man dann eben über sozusagen den Anteil der nicht übertragenen Energie im Vergleich zur übertragenen Energie. Das multiplizieren wir auf den Förster-Radius R0, den kann man sogar in der Literatur dann auch nachschlagen für die meisten Donor-Akzeptor-Pärchen. Müssen allerdings die sechste Wurzel hier ziehen, weil wir ja diese hohe Sensitivität haben für R. Wenn wir also die sechste Wurzel ziehen aus dem Verhältnis nicht übertragener zu übertragener Energie bezogen auf Förster-Radius, bekommen wir direkt den Abstand. Ne? Wenn das 1 zu 1 ist, wäre der Abstand gleich dem Förster-Radius. Hier haben wir sowas wie 3/97 und dementsprechend ergibt sich 2,7 Nanometer. Wer jetzt Lust hat, kann auch gerne mal den Förster-Radius ausrechnen aus dem Gesagten. Spielt aber hier keine Rolle. Wir haben also eine Möglichkeit, mit einer Genauigkeit von 0,1 Nanometer den Abstand beteiligter Pigmente zu bestimmen. Obwohl wir ein optisches Spektroskopieverfahren verwenden, weil sich die Eigenschaften im gekoppelten Ensemble aus den strukturellen Eigenschaften auf der Nanometerskala bestimmen. Und dieser Zusammenhang, den hat Theodor Förster in den 40er und 50er Jahren formuliert, semiklassisch, ist eben ja, ein Dipol-Kopplungsphänomen zwischen gekoppelten Übergangs-Dipol-Momenten einzelner Moleküle. Viele sagen, Förster hätte dafür auch einen Nobelpreis bekommen, wenn er nicht sehr frühzeitig verstorben wäre. Gehen wir mal weiter rein, tiefer rein in die Bestimmung von Abständen. In solchen biologischen Systemen arbeitet man dann mit der Theorie von Förster, Förster-Resonanzenergietransfer. Was Sie als Grundlagenphysiker sicherlich beobachtet haben, ist der Nobelpreis für Physik an Rainer Weiß, Barry Barish und Kip Thorne. Die haben ja 2017 für den Nachweis von Gravitationswellen den Nobelpreis bekommen und waren im Prinzip am LIGO tätig, das Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Davon gibt es auch zwei, um genau zu sein, nämlich in Hanford in Washington, also im Staat Washington, und in Livingston in Louisiana.
Die beiden Observatorien haben 3000 Kilometer Abstand und das hat hier natürlich einen Grund. Diese 3000 Kilometer Abstand, die Sie hier sehen, die sind deswegen so eingerichtet worden, weil dann eine Gravitationswelle, die aus einer bestimmten Richtung kommt, natürlich bei Lichtgeschwindigkeit zeitverzögert erst vom einen und dann vom anderen Observatorium registriert wird. Also genau genommen ist der Zeitunterschied, den Sie hier beobachten werden, zwischen diesen Ereignissen 10 Millisekunden bei 3000 Kilometern. Das kann man sehr gut auflösen. Und dann können Sie zweierlei Informationen gewinnen. Einmal die Richtung, aus der die Gravitationswelle kommt und damit ein kosmisches Ereignis damit korrelieren. Und zweitens könnten Sie aber auch Störsignale, wie jetzt zum Beispiel Wellen, die hier an den Golf von Louisiana schlagen, oder die U-Bahn, die da durchfährt, eliminieren. Da kommen wir noch dazu. Das wird hier sehr wichtig. Denn was man erreichen will, ist wirklich gigantisch. Hier sind wir also nochmal weit, weit drunter unter den 0,1 Nanometer, die mit FRET beobachtet werden können. Hier sehen wir mal die Arme dieses Observatoriums, die hier verlegt wurden. 3000, die Arme selber sind bis zu 4 Kilometer lang, also 2 bis 4 Kilometer. Und worauf man es schaut, sind natürlich Quellen von Gravitationswellen, also Pulsare, so rotierende Neutronensterne, auch Verschmelzen von Neutronensternen. Wichtig ist, sie brauchen mindestens ein Dipolmoment natürlich bei dem Ereignis, zum Beispiel, wenn zwei Neutronensterne verschmelzen, schwarze Löcher verschmelzen, Sterne kollabieren, Supernova-Explosionen sich ereignen. Aufgebaut sind diese LIGO-Systeme wie klassische Interferometer. Das heißt, sie schicken einen Laserstrahl durch einen halbdurchlässigen Spiegel. Erstmal wird hier der Resonator gepumpt, um möglichst viel Leistung zu bekommen. Da haben Sie hier einen Spiegel, der nur von hinten durchlässig ist. Das Licht teilt sich dann am Strahlteiler in zwei Arme. Und in den Armen gibt es noch einen Trick, wird durch Spiegel, halbdurchlässige Spiegel, die effektive Lichtlaufstrecke auf das 280-fache der Armlänge vergrößert. Faktisch durchläuft der Laser dann nicht 4 Kilometer, sondern 1120 Kilometer pro Arm. Und diese sogenannte Fabry-Perot-Cavity, also dieser Fabry-Perot-Resonator, der hier aufgebaut wurde, erlaubt dann die Detektion von relativen Veränderungen dieser zwei Armlängen zueinander von 10 hoch minus 22. Das ist der absolute Rekord in der Abstandsvermessung. Das sind wir nur noch 12 Größenordnungen von der Planck-Länge entfernt, nur noch in Anführungszeichen der kleinsten Länge, die die Physik vermutet, dass physikalisch überhaupt einen Sinn macht, zu befragen. Und diese 10 hoch minus 22 ist dann sozusagen das Verhältnis eines Tausendstel Protonenradius. Sie können sich mal merken, das Proton hat so ungefähr 10 hoch minus 15 Meter. Dann sind wir beim Tausendstel bei 10 hoch minus 18. Und 10 hoch minus 18 ist immer noch 4 Größenordnungen. Also wir sind hier auch bei 10.000 Metern für die doppelte Armlänge. Also ein Tausendstel Protonenradius im Vergleich zur Armlänge kann hier detektiert werden. Das reagiert Ihnen natürlich auf Erdbeben, auf alle seismischen Aktivitäten, auf Wellen, die an den Strand von Louisiana schlagen, Wind, der über diese Rohre streicht, der Straßenverkehr draußen, thermische Bewegungen der Atome in den Spiegeln, irgendwelches gestreute Licht im Tunnel. Und das müssen Sie alles rausrechnen. Können Sie aber rausrechnen, weil all diese Ereignisse nicht zwischen den zwei Detektoren an den verschiedenen Enden der Vereinigten Staaten von Amerika korreliert sind. Nur die Signale der Gravitationswelle sind hier exakt um die 10 Millisekunden korreliert. Und so gelang es dann eben auch inzwischen von mehreren Ereignissen, die Gravitationswellen zu messen. Ja, jetzt sind wir drin in der Kosmologie und da würde ich gerne noch ein bisschen weitermachen. Gehen wir mal auf das gegenteilige Problem, denn die Bestimmung von großen Abständen. Woher wissen wir eigentlich, wie weit die Sterne im Universum von uns entfernt sind? Also, dass es große Abstände sind, hat man schon vor langer Zeit entdeckt, indem die Sternpositionen, die sehr genau berechenbar sind, ja, es wurde entdeckt, dass diese Sternpositionen im Frühling und im Herbst an unterschiedlichen Positionen
auftauchen, gerade auch relativ zueinander. Da kann man dann also auch frequenzielle Verschiebungen gleich ausschließen, indem man wirklich feststellt, bestimmte Sterne haben eine deutliche Verschiebung ihrer Position zwischen Januar und Juli. Und das ging sehr systematisch über die gesamte Himmelskugel und wurde irgendwann erkannt als Parallaxe, die daher resultiert, dass wir bei der Bewegung um die Sonne quasi eine Schwankung durchlaufen und wir aus verschiedenen Perspektiven auf einen und denselben Stern gucken, der die scheinbare Position am Himmel umso mehr verschiebt, je näher uns dieser Stern ist. Ja, bei der Sonne wäre es komplett einmal 180 Grad. Und bei jeder anderen Entfernung haben wir diese Parallaxenverschiebung. Man bezeichnet auch die Entfernung, unter der die Parallaxe eine Bogensekunde beträgt am Himmel, also den 3600. Teil von einem Grad, also den 3600. Teil von 360, einem 360stel Umfang. Praktisch ungefähr 10 Millionstel Teil eines Umfangs, Entschuldigung, 10 Hunderttausends, oder? Jetzt muss man überlegen. 3600 mal 360. Das ist natürlich ungefähr eine Million, also ungefähr der Millionstel Teil des Gesamtumfangs, den man hier bestimmt. Dieser Millionstel Teil am Himmel, der kann also problemlos aufgelöst werden, sogar noch zwei Größenordnungen besser. Eine Bogensekunde Parallaxe ist genau dann gegeben, wenn uns ein Stern von uns ein Parsec Entfernung hat. Und ein Parsec Entfernung sind ungefähr 3 Lichtjahre. Tatsächlich können wir dann allerdings nur noch bis eine Hundertstel Bogensekunde genau messen. Das heißt, Sterne, die maximal 100 Parsec entfernt sind, können hier gerade noch detektiert werden. Also deren Entfernung kann gerade noch bestimmt werden. Und 100 Parsec ist dann nicht viel, das sind dann eben gut 300 Lichtjahre. Wir brauchen also Methoden, um viel weiter rauszukommen. Und eine gängige Methode ist die Beobachtung der scheinbaren Helligkeit von Sternen mit dem Wissen, welche Absoluthelligkeit diese Sterne eigentlich hätten. Das ist ein nicht triviales Problem, weil ja ein Stern entweder heller sein kann und weiter weg und dann genauso hell erscheint wie ein Stern, der näher ist, aber eben nicht so hell. Ja, es kann also sein, wenn Sie zwei gleich helle Sterne beobachten, dass die entweder gleich hell sind und gleich weit entfernt oder der eine ist viel näher und der entferntere einfach viel heller. Und um das zu übergehen, brauchen wir eine Methode, um die scheinbare Helligkeit zu korrelieren mit einem Wissen, einem Zusatzwissen über die Absoluthelligkeit. Das gelingt durch die Einsortierung der Sterne ins Hertzsprung-Russell-Diagramm. Denn es gibt für sogenannte Hauptreihensterne eine relativ eindeutige Beziehung zwischen Größe und damit Helligkeit und Temperatur. Die kalten Sterne sind klein, während die heißen Sterne, die großen Sterne, groß sind und damit auch hell. Und aus diesem Verhältnis kann also die Absoluthelligkeit hier gegeben in Vielfachem der Sonnenhelligkeit direkt rausgelesen werden. Das heißt, wenn wir jetzt einfach die Spektraleigenschaften eines Sterns bestimmen und ihn dann hier zum Beispiel als Klasse O-Stern mit einer Temperatur von 30.000 Kelvin identifizieren, dann wissen wir, dieser Stern ist ungefähr 10.000 Mal so hell wie die Sonne und können aus der scheinbaren Helligkeit dann die Entfernung bestimmen. Das Ganze ist nicht ganz so einfach, weil es die roten Überriesen gibt oder auch die Supergiants oder die weißen Zwerge, die eben nicht auf dieser Hauptreihe liegen. Ja, wenn wir jetzt mal ganz eindeutig denken, sind wahrscheinlich gerade diese blauen, superheißen Sterne hier konkurrenzlos in ihrer Helligkeit. Hier sehen wir mal die direkte Einordnung von solchen Sternen in so ein Hertzsprung-Russell-Diagramm der Universität Bonn. Und gerade eben diese hellen Überriesen, die aber doch sehr rot sind, fallen hier natürlich dann komplett raus. Eine etwas sicherere Methode, weil wir uns nicht darauf verlassen müssen, dass Sterne in der Hauptreihe liegen, ist die Cepheiden-Methode. Die Cepheiden sind pulsierende Sterne und hier hängt die Pulsationsfrequenz, also nicht etwa die Helligkeit, mit der Größe und damit dann aber auch mit der Helligkeit zusammen. Wir können also aus der Pulsationsfrequenz dann direkt die Absoluthelligkeit berechnen. Hier sehen wir mal vier solcher Cepheiden, HV 837, 1967. Der hier ist eben sehr
hochfrequent. Dies funktioniert genauso wie die Einordnung ins Hertzsprung-Russell-Diagramm, ungefähr so weit, wie man einzelne Sterne sinnvoll beobachten kann. Das sind etwa 20 Megaparsec, also 200.000 Mal so weit wie die Parallaxenmethode. 20 Megaparsec oder ungefähr 60 Millionen Lichtjahre. Wenn wir uns unsere Lichtmilchstraße angucken, können wir dann mit dieser Cepheiden-Methode schon weit rausgucken aus der Milchstraße. Die Milchstraße hat ja ungefähr 100.000 Lichtjahre Durchmesser, vielleicht 200.000. Man weiß gar nicht genau, wo man da aufhören soll. Die Dicke beträgt im Balk in der Mitte 15.000 Lichtjahre, am Rand 1.000. Und in der Milchstraße steckt die gigantische Masse von 1,5 Billionen Sonnen. Das ist allerdings inklusive dunkler Materie. Wir haben so 100 bis 300 Milliarden Sterne. Und Sie können sich vorstellen, wir könnten also von 300 Milliarden Sternen schon mal problemlos über Cepheiden-Tracking oder eben auch Hertzsprung-Russell-Diagramm die Entfernung bestimmen. Damit ist auch was Neues entdeckt worden. Hier 2019 im Nature Astronomy publiziert, dass die Galaxie, die Milchstraße, gar nicht eben ist, wie man lange vermutet hat, sondern mit diesem Cepheiden-Tracking wurde dann gemessen, dass die Sterne hier am Rand eben nicht in der Ebene liegen können, sondern uns etwas ferner erscheinen, als sie wirklich sein müssten. Und das Ganze nur erklärt werden konnte daraus, dass sie aus der Ebene herausragen. Und dann konnte man hier eine Struktur bestimmen, in der also bis zu 10% Abweichung nach oben und unten stattfindet. Das ist also alles andere als flach. Und bei einer Gesamtdicke der Scheibe von nur 1000 Lichtjahren und doch dann Abweichungen von mehreren tausend Lichtjahren in Z-Richtung sehr signifikant und auch eine sehr neue Erkenntnis gewesen. Das sieht man also, dass wir über die Gesamtstruktur unserer kosmischen Nachbarschaften so gar nicht so viel wissen und da immer wieder ziemlich tiefgreifende Korrekturen auftreten im Moment, wie zum Beispiel diese echte Form unserer Milchstraße. Eine Möglichkeit, die Abstände zu bestimmen, sind auch die Supernovae. So wie die Cepheiden nennt man die Supernovae auch Standardkerzen. Standardkerzen sind immer, wie der Name sagt, Kerzen, die eine standardisierte Helligkeit haben, von denen man die Helligkeit aufgrund einer unabhängigen Messgröße identifizieren kann. Und wir kennen diese kosmischen, fantastischen Strukturen, die nach Supernova-Explosionen am Himmel verbleiben. Und ja, an der Stelle möchte ich dann mal ganz kurz unterbrechen. Und auch wenn ich es schon in der Weihnachtsvorlesung gezeigt habe, möchte ich einfach gerne nochmal zeigen, wie so eine Supernova zustande kommt. Und zwar an dem schönsten Beispiel meiner Meinung nach, wenn ein weißer Zwerg seinem großen Begleiter in einem Doppelsternsystem die Masse abzieht. Ein enges Doppelsternsystem mit einem Stern von geringer Masse, der seinen Lebensabend gerade als weißer Zwerg fristet, und einem Begleiter, gerne ein roter Riese, der dem weißen Zwerg bereitwillig Masse zur Verfügung stellt. Der Vorgang heißt Akkretion, wir jedoch mögen es plakativer und nennen das Ganze einen Vampirstern. Bei diesem Absaugen der Masse kann es zu mehreren Nova-Ausbrüchen kommen, bevor der weiße Zwerg so schwer wird, dass es ihn sprichwörtlich zerreißt. Et voilà! Da hätten wir eine wunderschöne Supernova vom Typ 1a, der mit Abstand stärksten und hellsten Explosion im All. Wirklich schön anzusehen durch das Hubble Space Teleskop zum Beispiel. Ja, die Supernova vom Typ 1a, und schönerweise kennen wir die Helligkeit dieser Supernova aufgrund der beobachteten Spektren. Hier sehen wir mal so ein Spektrum einer Supernova-Explosion, und da kann man dann zum Beispiel darauf schließen, dass dieses Helligkeitsmaximum durch den Zerfall radioaktiven Nickels verursacht wird, während dann hier in der abfallenden Helligkeitsflanke vor allem die Kernreaktion von radioaktiven Kobalt die Helligkeit bestimmen. Und diese gigantische Kernreaktion, diese Atombombe größter Art im Universum, die Supernova 1a, dient uns dann als Standardkerze, weil man dann hier eben auch dieses Helligkeitsmaximum sehr exakt vorhersagen kann. Und auch hier dann aus der scheinbaren Helligkeit, mit der die Supernova erscheint von der Erde, dann quasi einfach über ein Abstandsgesetz
den Abstand bestimmen kann. Die langreichweitigste Bestimmungsmethode ist allerdings die Rotverschiebung. Von Hubble vorhergesagt wurde eine Erklärung für seine Beobachtung, dass entfernte Galaxien immer röter erscheinen, je weiter sie weg sind. Er hat es darauf zurückgeführt, dass sich das Universum ausdehnt und dementsprechend die Lichtwellen auf dem Weg zu uns durch die Zeit bei der Ausdehnung in die Länge gezogen werden und dieser Doppler-Effekt durch die Raumexpansion direkt mit dem Abstand korreliert, der ja direkt korreliert mit der Zeit, in der die Wellen unterwegs sind. Man kann das teilweise erahnen bei den Hubble Deep Field Aufnahmen, dass hier eben die kleinen, gerade kleinen Galaxien oft sehr rot sind. Das muss nicht immer so sein. Es kann auch manchmal sein, hier zum Beispiel ist vielleicht einfach ein Stern mit drin, aber die selbst als Galaxien, also mit Ausdehnung erkennbaren Galaxien in dieser Deep Field Aufnahme, sind eben oft rot verschoben. Und da streiten sich zwar ein bisschen die Geister, wie groß die Hubble-Konstante ist, aber man kommt da an den Rand des Universums ran. Denn alles, was man beobachten kann, kann man in der Rotverschiebung messen. Und alles, was man nicht beobachten kann, liegt nicht mehr im beobachtbaren Universum. Also bis 18 Milliarden Lichtjahre kommt man dann etwa mit dieser Hubble-Flucht. Und die beträgt 68 Kilometer pro Sekunde und Megaparsec. Da können Sie sich jetzt direkt die Größe des Universums ausrechnen aus der Hubble-Konstante. Oder das Alter des Universums, das wäre die Hubble-Zeit, die Inverse der Hubble-Konstante. Ja, nehmen wir mal hier die 68 oder 70 Kilometer pro Sekunde und Megaparsec. Das heißt, wenn wir fünfmal durch die Hubble-Konstante gehen, sind wir bei 350 Kilometer pro Sekunde. Also bei 5000 Mal sind wir etwa bei Lichtgeschwindigkeit. Unser Universum kann also nicht größer sein als 5000 Megaparsec. 5 Gigaparsec, das sind ungefähr 15 bisschen mehr Milliarden Lichtjahre. So bestimmt sich eigentlich dann die Größe des beobachtbaren Universums. Jetzt würde ich gerne noch einen kleinen Fun-Fact hier reinbringen, also so eine kleine Kombination von Überlegungen, die man anstellen kann. Wir hatten uns bereits mit der Fluoreszenzmikroskopie auseinandergesetzt. Da kann man wunderbar Strukturen sehen, die im normalen Lichtmikroskop eben nicht ganz so attraktiv erscheinen. Aber interessant ist vor allem eine Technologie, nämlich die sogenannte Super-Resolution-Mikroskopie, für die auch Stefan Hell 2014 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, der diese Form der Mikroskopie um die Jahrtausendwende entwickelt hat. Da wird eine Probe beugungsbegrenzt angeregt und dann schickt man diese Gauss-Lagermode 100 hinterher. Das ist eine ein Stat-Puls, wird es auch genannt, ein Torus mit Loch in der Mitte. Das erreicht man, indem man den Laser durch diese Phasenplatte fokussiert. Wenn man das tut, kann man mit Erhöhen der Laserleistung dieses Zero-Loch, diesen Zero-Point in der Mitte, beliebig schmal machen und erreicht dann, wenn man das direkt über die vorher gaussförmig verteilte Intensität setzt, dass nur Moleküle, die exakt in der Mitte dieses Torus stehen, nicht gelöscht werden, also nicht zur induzierten Emission gebracht werden durch diesen Quenching-Puls sozusagen. Die stehenbleibenden Moleküle leuchten danach. Der Leuchtfleck würde uns in Realita natürlich hier auch beugungsbegrenzt erscheinen, aber wir wissen, dass es aus der Mitte dieses Stat-Pulses kommt und der kann auf Nanometer genau positioniert werden und tatsächlich gelang es damit dann und oft verifiziert durch andere Mikroskopiemethoden, im optischen Mikroskop eben die üblichen beugungsbegrenzten Bilder mit einer Auflösung bis zu 10, 20 Nanometern herunter zu präsentieren, also zu berechnen im Grunde, indem man dann nachher noch eine Berechnung der entsprechenden Bildpunktposition drüber laufen lässt. Da gibt es auch verschiedene konkurrierende Verfahren im Moment. Interessant ist aber vor allem diese Stat-Formel, die sagt, die Auflösungsgrenze ist die Abbe-Formel, Lambda durch die numerische Apertur, 2 mal n mal Sinus Alpha. N ist der Brechungsindex zwischen Objektiv und Probe. Und Sinus Alpha ist der halbe Sinus des halben Öffnungswinkels. Das heißt, wenn wir ein sehr hochbrechendes Objektiv, vielleicht mit Ölimmersion, mit Immersionsöl hier dazwischen haben
Und der Faktor hier unten auf n mal Sinus Alpha gegen 1, 2, 1,4 erreicht man da. Dann haben wir hier sowas wie Lambda halbe, vielleicht Lambda Drittel, aber nichts Nennenswertes. Der Professor Hell hat diese Formel korrigiert mit dem Term 1 plus i zu i-Sättigung. I-Sättigung ist eine Sättigungsintensität, die von der Fluoreszenzlebensdauer und den Eigenschaften dieser Pigmente abhängt. Und Sie sehen, dass dann Delta X, der auflösbare, also die Halbwertsbreite eines Bildpunktes hier, gegen 0 geht, wenn Sie die Intensität gegen unendlich laufen lassen. Solche Formeln kann man heute auch korrigieren, kann man heute auch mit anderen Verfahren entwickeln, zum Beispiel, wenn man einzelne Photonen zählt, die von der Probe ausgehen, dann bekommt man als Pendant zu dieser Formel, der Abbe-Formel durch Wurzel 1 plus i zu i-Sättigung, eine Formel Lambda halbe ungefähr mal 1 durch Wurzel m. Und m ist gerade die Anzahl der Photonen, die von einem Bildpunkt gezählt wurden. Im Prinzip sehen Sie dann hieran, dass diese Lambda-Halbe-Regel eben gemäß der Heisenbergschen Unschärferelation nur für ein einzelnes Photon, für die Lokalisierbarkeit eines einzelnen Photons gilt. Hier sehen Sie solche Super-Resolution-Aufnahmen von Zeiss oder Nikon, die dann das mitochondrialen Netzwerk der Zellen, das Zellzytoskelett hier in grün oder auch den Zellkern in blau repräsentieren und deutlich unter 1 Mikrometer oder 500 Nanometer Auflösung haben. Die Frage ist, wo ist hier die Grenze? Wo ist die Grenze des Messens? Wo ist die Grenze dieser Mikroskopie-Methode? Denn spricht was dagegen, dass wir jetzt unendlich viele Photonen von einem Bildpunkt zählen? Und wenn ja, was? Jetzt ist es so, dass diese Frage akademisch bleibt, denn natürlich wird die Stabilität des Messsystems und die Anzahl Photonen, die Sie wirklich pro Bildpunkt zählen, irgendwie mit der Lebensdauer Ihrer Probe korrelieren. Und Sie können hier nicht tagelang an einer lebenden Zelle messen. Die Zelle bewegt sich vielleicht. Das heißt, das, was wir jetzt diskutieren, ist weit, weit von der erreichbaren Realität entfernt. Aber eine rein akademische Frage einer hypothetisch beliebig stabilen Probe, von der Sie unendlich viel Photonen zählen, kann ja offensichtlich keine unendlich hohe Auflösung bringen. Und da überlegen wir mal ein bisschen. Delta X ist also Lambda durch 2 mal die Wurzel der gezählten Photonen. Und die Zahl der gezählten Photonen ist ja die Energie, die Sie bei der Mikroskopie durch einen Bildpunkt schicken. Also praktisch, wenn Sie rastern, die Lichtenergie, die der Laser an dem Rasterpunkt durch die Probe schickt, im Verhältnis zu H mal Nü, wobei Nü die Frequenz der beobachteten Fluoreszenzphotonen ist. Wenn Sie also eine Energie von 1000 Elektronenvolt bei einer Beobachtung einer Lichtenergie von 1 Elektronenvolt einsetzen, dann haben Sie hier 1000 Photonen gezählt. Und dieser Wert könnte mit einer Masse korreliert werden, also dieser Energiewert, denn E ist ja mc². Und jetzt wissen wir aber, dass Massen nicht beliebig groß werden können, sondern Massen eben ab einer gewissen Größe zu schwarzen Löchern kollabieren, wenn eine Masse so groß wird, dass eine andere Größe, nämlich der Schwarzschildradius, ja, größer wird als ihre Dipoli-Wellenlänge. Und das ist für greifbare Massen ab 10 hoch minus 5 Gramm immer der Fall. Also gehen wir mal davon aus, wir haben hier im Grammbereich Massen, dann hat jede Masse einen zugehörigen Schwarzschildradius, einen Radius, hinter dem keine Information mehr zu gewinnen ist. Und dieser Schwarzschildradius ist gerade das doppelte Produkt aus Gravitationskonstante und der Masse im Verhältnis zum Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Unsere Masse hat also einen zugehörigen Schwarzschildradius. Das heißt, wir könnten im Prinzip die Energiedichte, oder hier sind wir noch bei einer Absolutmenge an Energie, die wir für die Mikroskopie eines Bildpunktes einsetzen, auch als Schwarzschildradius ausdrücken, über ESMC². Das machen wir mal. Wir setzen mal statt M gleich E durch H mal Nü, ja, also das ist dann mal Lambda halbe mal 1 durch Wurzel m mal H mal Nü durch E, daraus die Wurzel. Da setzen wir für das E Rs mal C² durch 2G ein. Und natürlich haben wir noch ein C² aus ESMC². Also haben wir hier
ein Delta x von Lambda halbe mal Wurzel aus 2g h mal nü der beobachteten Frequenz durch c hoch 4 mal ein Schwarzschildradius. Ja, da kann man also erstmal c kürzen und hier ein Lambda. Lambda mal nü ist ja c, das haben wir hier verwendet. Was bedeutet das nun? Wir haben hier also so eine Art Verhältnis der Wellenlänge zu einem Schwarzschildradius und im Rest nur Naturkonstanten. Wenn wir jetzt sagen, okay, also wenn wir einen Laserfokus haben und wir bauen eine Massendichte, eine Energiedichte in dem Fokus, die so groß wird, dass der zugehörige Schwarzschildradius länger ist als die Wellenlänge des eingesetzten Lichtes, dann kann unser Mikroskopieverfahren eigentlich nicht mehr funktionieren, weil dann wäre ja die zu beobachtende Größe hinter einem Ereignishorizont verborgen. Unser Delta X wird also dann nicht mehr sichtbar sein, wenn Lambda zu RS kleiner 1 wird. Also wenn der Lichtfokus, der Laserfokus in einem schwarzen Loch verschwindet. Wir müssen also fordern, dass Lambda zu RS größer ist als 1. Und dann bekommen wir wieder eine Grenze, eine Auflösungsgrenze. Delta X muss nämlich dann größer sein. Jetzt streichen wir einfach Lambda und RS als g mal h durch 2c hoch 3 oder sagen wir ungefähr Wurzel aus gh quer durch c hoch 3. Und das ist gerade die Plancklänge. Das ist die Plancklänge. Wenn Sie eine Längeneinheit aus den Naturkonstanten bauen, g, h quer und c, dann müssen Sie die Wurzel aus g mal h quer durch c hoch 3 ziehen, dann bekommen Sie die Plancklänge. Und die Plancklänge ist also sozusagen eine Grenze, hinter der wir die Raumzeit nicht mehr hinterfragen können, in dem Fall die räumliche Koordinate. Denn egal, welches Verfahren wir nehmen, es würde sozusagen ein schwarzes Loch uns die Information verbergen, die an diesem Raumpunkt noch zu erfahren wäre. Oder anders gesprochen, wenn Sie das tun, die Physik kennt einfach keine Längeneinheiten unter der Plancklänge. Dieser Wert beträgt 1,6 mal 10 hoch minus 35 Meter. Ich hatte es vorhin gesagt, es sind noch 13 Größenordnungen zu schaffen. Wenn man die Gravitationswellendetektoren weiterbaut, mal gucken, ob wir den Punkt jemals erreichen und was wir da sehen werden an der Stelle. Vielleicht können wir die Planck-Zeit auch zuerst auflösen. Da haben wir ja 10 hoch minus 15, eigentlich nicht so gut wie bei der räumlichen Auflösung. Und die Planck-Zeit ist auch noch kleiner, die ist 10 hoch minus 43 Sekunden. Also da fehlen uns dann noch fast 30 Größenordnungen. Auf jeden Fall, ja, mal gucken, ob Sie vielleicht diese Auflösung erreichen. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen im Laufe dieses Jahres dann viel Erfolg bei Ihrem Physikstudium.